Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir da hinten weitergebaut. Und ja, ihr hört es bestimmt schon. Und zwar meine Stimme ist anders. Ich hatte es ja schon erwähnt, dass mein Headset kaputt war. Und ja, nun habe ich hier ein neues Headset. Ein viel, viel besseres. Darum ist meine Stimme auch jetzt, ja, klarer, hoffe ich mal. Und dass es sich dann auch besser anfühlt. Aber wir machen erstmal die Musik an. Ja, wir sind hier beim Feld, da wir das abernten wollen. Denn hier zum Beispiel ist noch alles frei und das will ich nicht mehr so haben. Darum werde ich mal einfach hier diese zwei Felder abernten. Und ja, das ist auch jetzt. Also, ihr habt bestimmt schon mein neues Headset in der anderen Aufnahme, zum Beispiel Paper Mario, gehört. Aber für mich ist es jetzt hier die erste Aufnahme mit meinem neuen Headset. Darum werde ich auch hier darüber so ein bisschen reden. Und ja. Gut, erstmal lassen wir das Wasser laufen und ich muss schon sagen, wow. Und zwar dieses Headset, das ist mein allererstes Headset mit diesem Surround 7.1 Sound, wenn man das so nennt. Ich glaube mal so ungefähr zumindest. Und es klingt schon genial. Ich kann genau hören, wo das Wasser zum Beispiel ist, was eben runtergeflossen ist. Ja. Oder wo ich die Sachen einsammle. Das wird für mich auch erstmal ungewohnt sein, das Ganze so zu hören. Oder was war denn das eben? War das, kam das von draußen oder war das in Minecraft? Das ist, glaube ich, in Minecraft. Oh mein Gott. Das klingt ja cool. Ja, für mich ein total neues Sounderlebnis, worauf ich mich tierisch freue. Ja, aber warum ging das jetzt so plötzlich so schnell? Ich habe ja schon in der einen Aufnahmesession, in der letzten schon darüber geredet. Ja, ich habe mir ein neues Headset bestellt, aber da fehlt ja was. Und das heißt, es dauert noch mindestens eine Woche. Dann werdet ihr noch ein paar Aufnahmesessions ohne neuem Headset oder noch mit defekten Headset überleben müssen. Aber jetzt ist es doch schon da. Woran liegt es denn? Ja, nochmal für die, die es nicht so mitbekommen haben. Und zwar ja, altes Headset war halt kaputt. Gerade das Mikro war kaputt. Oder ab und zu bei manchen Aufnahmesessions waren dann Störgeräusche. Hier in Minecraft auch. In Pokémon. Nicht in Pokémon, sondern in Mario. Paper Mario 2 war es nämlich auch so. Und dass da halt so eine Störgeräusche waren. Ich würde es so eher vergleichen damit, dass es, ja, wie eine Kamera, die im Wind so ist. Solche Windstörgeräusche. Hier ist natürlich hier bei mir kein Wind, ist ja klar. Aber es klang schon fast danach. Und ja. Dieses Headset kam, also für mich ist jetzt Montag. Dieses Headset kam am Freitag und hatte ich halt schon über das Wochenende hier. Also auch schon zu der Zeit, als ich zum Beispiel die letzte Aufnahmesession aufgenommen habe oder ein bisschen Paper Mario. Ja, aber warum habe ich es nicht verwendet? Ja, und zwar fehlte ein sogenannter USB-Adapter, den ich dafür brauche. Natürlich muss ich nochmal meine Hacke holen. So ein USB-Adapter fehlte da. Ohne diesen USB-Adapter kann ich dieses Headset nicht verwenden, denn das ist nämlich wireless, also ich kann hier durch das Haus gehen und ich würde trotzdem noch alles hören und Mikro würde auch noch funktionieren. Ja, aber warum geht's jetzt plötzlich? Ja, ich musste feststellen, der USB-Adapter hat doch nicht gefehlt. Der ist mir nur beim Auspacken runtergefallen und dann so doof runtergefallen, als ich den nicht gleich entdeckt habe. Nur am gestrigen Tage, am Abend, kurz bevor ich ins Bett bin, musste ich nochmal für meine Ausbildung noch was ausdrucken. Und da hatte ich halt nach einem Kabel für meinen Drucker gesucht. Wenn ich meinen Drucker nicht gebrauche, verstecke ich das halt immer so gerne unter meinem Schreibtisch, damit das Kabel hier nicht so herumliegt. Und da habe ich halt gesehen, oh, als ich das Kabel rausgeholt habe, da ist doch der USB-Adapter. Ja, da ist er wohl unter meinen Schreibtisch gelandet, als ich es ausgepackt habe. Ich muss auch sagen, dass dieses Headset war nicht so sonderlich klug eingepackt. Gerade die Kabellage und ich vermute, da war dann auch der USB-Stick drin. Ah, okay, ich hätte es vielleicht
nicht an meinen Schreibtisch auspacken sollen. Ne? Ich muss auch zugeben, mein Schreibtisch ist im Moment ein bisschen vollgekramt. Das gebe ich hier offen und ehrlich zu, aber ja. Ich hab's rechtzeitig noch mitbekommen, weil, ja, den Verkäufer habe ich noch nicht angeschrieben, zum Glück. Dann hatte ich gestern Abend nur noch ganz schnell mal ausprobiert, ob das überhaupt funktioniert und so weiter und so fort. Heute habe ich, also kurz vor dieser Aufnahme, habe ich noch die Software dazu heruntergeladen, die ich da brauche. Ja, es ging, es geht auch ohne Software, habe ich gestern schon gesehen. Aber mit Software hat zum Beispiel mein Mikro noch einen viel, viel besseren Klang oder ja, das Hören ist viel, viel besser. Das habe ich jetzt auch da gemerkt, weil ich habe halt gestern schon so einfach mal spaßenshalber eine Aufnahme gemacht, aber keine richtige Aufnahme, sondern einfach nur mal ein paar Minuten geredet. So ein, zwei Minuten lang, um überhaupt das erstmal zu testen. Hatte ich gesehen, okay, funktioniert. Aber so ganz mit dem Sound war ich noch nicht zufrieden. Und dann hatte ich halt vorhin die Software installiert und da muss ich sagen, wow. Ich bin damit sehr zufrieden bisher. Vielleicht finde ich hier und da nochmal eine Einstellung, wo ich es nochmal ein bisschen verbessern kann. Aber das Gute ist, es gibt keine Probleme mehr mit irgendwie Mikroproblemen oder so. Das, ja, dann traten bei meinem Mikrofon das erste Mal diese Probleme auf, dass einfach mal ich eine Roboterstimme hatte. Dieses Problem gibt es ja schon bei meinem alten Headset ja schon länger. Das trat zum ersten Mal auf in Pokémon Platin. So, glaube in der Mitte des Let's Plays. Das ist ja ein Jahr schon her. Also, seit einem Jahr habe ich die Probleme. Und jetzt sind die Probleme so gesehen weg. Anfangs habe ich dann immer noch nicht mitbekommen, dass ich dann eine Roboterstimme hatte. Letztendlich habe ich es dann doch noch häufig oder meistens noch hinbekommen, dass ich das rechtzeitig bemerke. Aber es hat halt nicht immer geklappt. Jetzt brauche ich mir ja keine Sorgen mehr machen. Hab jetzt halt auch noch vor der Aufnahme geprüft, haha, wie ist es jetzt, wenn Musik läuft. So weiter und so fort. Ich habe dann auch nochmal das andere Headset angeschlossen, um mal meine Stimme mit einem anderen Headset zu überprüfen. Um mal so einfach einen Vergleich zu haben. Das ist auch so ein bisschen ungewohnt, weil dieses Headset ist auch jetzt ein bisschen fester an meinem Kopf dran, kann man schon so sagen. Aber es ist keinesfalls ungemütlich, also ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr gemütlich. Für die, die es interessiert, welches Headset ich nun jetzt gekauft habe, das ist das Logitech G930. Einfach mal irgendwo eingeben, findet ihr dann schon. War ein ordentliches Sümmchen wert, aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall. So, das Feld, die zwei Felder sind jetzt komplett angepflanzt, sehr, sehr schön. Ja, stimmt, wir waren ja erst im Lagerhaus, das heißt, wir können jetzt einfach da hinten weitermachen, wo wir aufgehört haben. Gleich wird es hier auch Nacht. Okay. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist so eine Taste, wo ich einfach mein Mikro ausschalten kann. Das gibt es hier auch. Kann ich einfach mal hier... Die ist jetzt ein bisschen woanders. Also wenn ich jetzt mal hier spreche und spreche und spreche und spreche und es funktioniert nicht. Ups. Ah, okay. Das war die falsche Taste. Das war die Taste, um vorzuspulen. Mein Lied vor... oder ein Lied vorzuspringen. Okay, dann müsste die mittlere Taste hier Pause sein. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann weiß ich schon mal diese drei Knöpfe, was die zu bedeuten haben. Und hier geht's zurück, richtig? Ja. Und hier Pause und hier. Ah, sehr, sehr gut. Aber ich wollte eigentlich das mit dem Mikro zeigen. Also ich spreche und da war ich jetzt ganz plötzlich weg. So eine Taste ist mir immer sehr, sehr lieb. Gerade wenn jemand reinkommt, dann schnell drauf drücken. Wird zwar jetzt ein bisschen ungewohnt sein, weil ich will dann noch, wenn jemand reinkommt, bestimmt noch irgendwie zum Kabel greifen, weil vorher war diese Taste an meinem Kabel dran. Und jetzt habe ich kein Kabel mehr.
Boah, das ist jetzt cool. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht hören, es sei denn, ihr habt auch so ein mega geiles Headset, aber der Bass, das ist ja cool. Da will man gleich hier mittanzen. Oh, das macht ja Bock. Das ist ja cool. Oh, ich freue mich schon, wenn ich nachher auch ein bisschen Musik höre. So, was wir jetzt machen, ist hier den Boden raushauen und da Erde reinsetzen. Wir haben ja noch den Hammer, aber für das Kleine hier zum Beispiel, na, ist ein Hammer ja schlecht. Und ich höre genau, wo ich was aufsammle. Genial. Das ist so genial. Das ist so genial. Dieses Headset kann ich jedem empfehlen. Das war eine super Entscheidung. Aber in nächster Zeit werde ich mir erstmal nichts Teures mehr kaufen. In letzter Zeit war ich wirklich sehr, sehr teuer. Einmal die Nintendo Switch, die ich gekauft habe. Dann mein neues Mainboard. Jetzt das neue Headset. Das ist jetzt hier auch cool bei diesem Lied. Da ist jetzt für mich jedes Lied eine neue Erfahrung. Ach, schade, dass ihr das eventuell nicht hören könnt. Kommt drauf an, was ihr für Lautsprecher habt. Oder Kopfhörer, besser gesagt. Ja, Lautsprecher. Wer weiß, vielleicht schaut einer das auch mit Lautsprechern. Kann ja sein. Ich find's cool. Was, mein Inventar voll? Gibt's doch gar nicht. Rucksack, da bist du. Ja, da muss jetzt sowieso erstmal eine Menge verstaut werden. Jetzt die Erde tue ich auch einfach mal rein. Ich will das aufsammeln. Ich will hier nichts liegen lassen. Also ganz lange wird der Hammer jetzt auch nicht mehr durchhalten, leider. Könnte mir zwar noch einen neuen erstellen, aber dafür jetzt hier lohnt es sich dann nun auch nicht mehr. Ich werde den jetzt hier noch verbrauchen, so gut wie es geht. Ja, ich denke mal, diese kleine Fläche kriege ich hier noch fertig. Obwohl, oh, nee, der ist kaputt. Und da seht ihr jetzt auch, so sieht ein Hammer aus, der kaputt ist. Obwohl, ich kann den theoretisch. Ja, komm, wir haben. Ja, und so viel ist das nun jetzt auch nicht. Also. Wenn wir hier mal ein paar Minuten mehr arbeiten, ist dann auch nicht so schlimm. Ja, nochmal zurückzukommen, also hab halt letzter Zeit sehr, sehr viel ausgegeben. Da muss ich jetzt erstmal so ein bisschen Pause machen. Obwohl, ich will mir eigentlich noch Zelda holen. Mario Kart 8 Deluxe habe ich immer noch nicht gespielt. Ja gut, es ist ja auch erst für mich ein Tag vergangen, seitdem ich die letzte Aufnahmesession aufgenommen habe. Ich bin halt nach Hause gekommen, gleich am PC herangesetzt und gleich Mikro ausprobiert oder Headset ausprobiert und gleich in die Aufnahme rein. Splatoon 2 will ich mir eigentlich auch noch holen. Ja, ich weiß nicht, wann kommt Splatoon 2 eigentlich raus? Ja, man kann sich das immer noch holen. Ich weiß gar nicht, kriegt man Zelda überhaupt jetzt noch, weil kann ja sein, dass es ausverkauft ist. Ja, die Switch, die ist größtenteils immer noch ausverkauft, soweit ich weiß. Ja, die Switch ist sowieso, wow. Und ein großer Erfolg von Nintendo. Was ich da gehört habe, wie viele Rekorde die gebrochen hat bisher, ist schon krass. Ich weiß noch, als wir damals im Minecraft Online über die Nintendo NX geredet haben. Damals hieß sie ja noch Nintendo NX. Und dann kam der erste Trailer. Ich habe sofort gleich gesagt, okay, ich mache einen Livestream, wo ich meine Meinung dann zum Trailer sage. Da war ich schon damals sehr, sehr gehypt drauf. Ich freue mich auch schon auf das neue 3D Mario. Was man da bisher gesehen habe, ja, ich finde es sehr, sehr cool. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wirklich letztendlich wird. Und mit welchem 3D Mario man das eventuell vergleichen kann. Oder ob das wirklich ein ganz neues ist. Das weiß ich jetzt auch nicht.
das wirklich ein ganz neues Paper Mario, Paper Mario, Mario 3D Mario sein soll oder ob das Ähnlichkeiten zu einem anderen 3D Mario haben hat.